Hallo. Ja, ein spannendes Thema, ein interessantes Thema, die Erkenntnis, die das Leben verändert. Ja, auch ich hatte so eine Erkenntnis. Und zwar habe ich Ende 2016, Anfang 2017 für mich festgestellt, dass ich offenbar das Persönlichkeitsmerkmal Hochsensibilität trage, wenn man das so sagen kann. Das bedeutet, ja, man ist halt ein bisschen reizempfindlicher, man kann nicht so schnell abschalten. Jegliche Reize prasseln wesentlich stärker auf einen ein als bei normalsensiblen Menschen. Das Gehirn arbeitet auch anders, das lässt sich auch tatsächlich feststellen. Bei mir ist es nur nicht festgestellt worden, ich habe es nur für mich selber festgestellt. Das Gehirn arbeitet immer auf Hochtouren, 24 Stunden lang, selbst wenn ich schlafe. Ich verarbeite Dinge tiefer gehend, ich verarbeite die Dinge länger, also ich brauche länger, um Sachen abzuschließen, sozusagen, die ich erlebt habe. Ja, so, wie kam ich da drauf? Ich bin 2016 mit Burnout nach Hause gegangen, sprich mit der Erschöpfungsdepression. Habe das natürlich zuerst mal rein auf die Arbeit geschoben. Kennt man ja, man brennt natürlich nur aus, wenn man überarbeitet ist. Habe aber dann irgendwann feststellen müssen, dass ich eigentlich mein Leben lang gegen mich selbst gelebt habe. Das war mir nicht bewusst. Ich wusste zwar, dass ich schon immer anders gewesen bin als andere, schon als Kind. Ich habe mich nie so richtig gehörig gefühlt. Ich hatte wenige Freunde. Dafür aber offenbar richtige Freunde meistens. Ich bin nicht in Diskos gegangen, ich bin nicht auf Partys gerne gewesen, ich bin nicht gerne shoppen gewesen. Ich habe mir viele Sachen immer gleich zu Herzen genommen. Ich war schnell mal aggressiv. Heute weiß ich, weil ich einfach überfordert gewesen bin in gewissen Situationen, sprich reizüberflutet einfach gewesen bin. Ja, und über dieses Burnout, man hat dann ja viel Zeit, wenn man zu Hause sitzt und zum Lesen, zum Video gucken und sonstiges, als das alles wieder ging sozusagen, habe ich dann zufällig, wirklich zufällig, bin ich auf das Thema Hochsensibilität gestoßen. Habe dann erstmal gegoogelt, was heißt denn das, was ist denn das? Habe mir das erste Buch dazu gekauft und habe gedacht, ach, guck mal. Der spricht doch von mir, das gibt's doch gar nicht. Das bin ja ich. Woher kennt er mich? Und dann habe ich festgestellt, es gibt noch andere. Es gibt 15 bis 20% aller Menschen sozusagen, wo man sagt, dass die hochsensibel seien. Ja, und das war dann schon mal so der erste große Schritt zur Veränderung. Sich selbst erkennen und feststellen, man tickt nicht einfach nur anders, weil man irgendwie, keine Ahnung, bescheuert ist oder sowas, sondern man ist anders. Man empfindet anders, man verarbeitet anders, so, das ist eben so. Und das ist gut so, das ist in Ordnung so. Jeder ist so richtig, wie er ist. Das ist das Entscheidende bei der ganzen Geschichte. Aber da muss man halt auch erstmal hinkommen. Dann habe ich auch festgestellt, ja, es wird das Thema Masken angesprochen, dass man gerne Masken aufsetzt in Beziehung zu anderen. Ja, habe ich auch, definitiv. Ganz, ganz viele verschiedene Masken. Um bloß nicht zu zeigen, wer ich wirklich bin, wie ich wirklich bin. Ich konnte schon immer bei entsprechenden Filmen flennen, Rotz und Wasser heulen. Das war einfach immer schon so. Oder auch in entsprechenden Situationen. Ne? Mein Mitgefühl ist einfach extrem hoch. Da muss ich wirklich aufpassen, dass ich nicht mitheule mit anderen. Heute finde ich es auch gar nicht mehr schlimm. Im Gegenteil, ne, meine Empathie ist einfach sehr ausgeprägt, meine Intuition ist sehr ausgeprägt. Ich kann mich relativ schnell auf Menschen einstellen, kann die einschätzen. Ich habe immer gedacht, naja gut, du hast ja auch vielleicht Erfahrungen gemacht in deiner Kindheit, diverse mit anderen Menschen. Deswegen hast du eine sehr gute Menschenkenntnis entwickelt. Ja, auch natürlich. Aber nichtsdestotrotz liegt es mir einfach, Menschen einzuschätzen, relativ schnell und relativ gut. Klappt nicht immer, natürlich, aber ich habe mehrfach festgestellt, wenn ich auf mein Bauchgefühl höre, fahre ich damit besser.
Immer wenn ich gegen mein Bauchgefühl gearbeitet habe oder entschieden habe, ist es nach hinten losgegangen. Ja, das ist so meine Erkenntnis eigentlich. Es gibt diverse Tests im Internet. Also wer jetzt für sich sagt, Mensch, ich glaube, das könnte auf mich auch zutreffen oder auf mein Kind möglicherweise zutreffen. Ich bin persönlich der Meinung, es werden immer mehr Kinder geboren, die hochsensibel sind. Viele werden dann irgendwann diagnostiziert mit ADHS. Und manches Mal gibt es auch die Diagnose Borderline-Störung oder ähnliches. Gerade auch ADHS, das ist jetzt meine persönliche Meinung, gibt es nicht so wirklich, wie es immer verkauft wird. Das ist meine Meinung. Die Kinder sind halt anders. Man spricht heute auch davon, dass immer mehr Indigo-Kinder zur Welt kommen. Also einfach Kinder, die eben sehr sensibel sind, die aber auch sehr intelligent sind, sehr weit sind in ihrem jeweiligen Alter, weiter sind als Altersgenossen sozusagen, die Schwierigkeiten haben, mit Ungerechtigkeiten umzugehen. Das ist auch bei mir zum Beispiel so. Ungerechtigkeit kann ich überhaupt nicht leiden. Ich bin auch ein Perfektionist. Was natürlich alles so Sachen sind, die natürlich nicht dazu beitragen, Stress zu reduzieren. Deswegen auch das Burnout wahrscheinlich am Ende. Ja, all solche Sachen. Also wer sich angesprochen fühlt, googelt, macht einen Test, holt euch vielleicht das ein oder andere Buch, schaut euch Videos an, erkennt euch selbst. Bei mir hat es jetzt am Ende dazu geführt, ich habe mein komplettes Leben umgestellt. Ich habe mir inzwischen einen Resthof gekauft in einer ganz anderen Gegend, als ich vorher über 20 Jahre gelebt habe. Ich lebe jetzt meinen Traum sozusagen, den ich immer gehabt habe. Pferde mit am Haus, ein eigener Bauernhof sozusagen. Gut, die Tiere fehlen momentan noch, aber also bis auf die Pferde und die Katzen. Ja, es war jetzt einfach für mich an der Zeit, mit dieser Entwicklung, die ich jetzt in den letzten 2 Jahren gemacht habe, alles zu ändern. Und ich möchte einfach gerne, dass auch andere sich erkennen, sich nicht mehr anders fühlen, sich nicht mehr schlecht fühlen, sondern einfach das hinnehmen, annehmen, wenn sie anders sind. Es ist ja eine Gabe, es ist ja ein Talent eigentlich. Man muss es nur erkennen. Und man muss dann schauen, dass man damit arbeiten kann. Für sich selbst. Ja, dass man seine eigenen Grenzen zieht. Dass man die Grenzen auch einfordert. Dass andere Menschen sie einhalten. Wenn ich sage, ich kann heute eben nicht, ich möchte heute mal einen ruhigen Tag machen, dann mache ich das heute. Und ich möchte dann nicht mehr akzeptiert werden und dazugehören und mitmachen, weil alle anderen machen das doch auch. Die können doch auch 7 Tage die Woche Alarm machen, Action machen. Ich kann es halt nicht und ich will es auch nicht mehr können. Ja, das ist so meine Geschichte zu diesem Thema. Vielleicht habe ich den einen oder anderen zum Nachdenken bringen können. Ich wünsche es dir, dass du dich erkennst. Dass du dich traust, dich zu zeigen, dass du dich traust, anders zu sein, das als Gabe erkennst. Ja, und ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit und ein ganz wunderbares Weihnachtsfest und ein schönes neues Jahr 2020. Okay, ciao.